Hi, hat wer einen Tipp, um schnell Drachenteile zu farmen? Kennst du die Route von den Drachen? Das ist quasi die Voraussetzung dafür. Und was heißt schnell? Es gibt fast. Es gibt nicht viel, was man machen kann, um die halt schnell zu farmen, weil die haben alle einen gewissen Timer für die Drachenteile. Hallo Nadel, ich grüße dich, wie geht's dir? Die hast du. Dann, wenn du die Routen schon hast, dann gibt's eigentlich keinen weiteren Tipp, weil man eigentlich in-game warten muss, bis sich die Drachen wieder aufgeladen haben. Ja, alle 10 Minuten richtig. Danke dir, Raven. Ja, aber wirklich immer wieder in den Himmel zu porteln, dann runter zu springen, ein Lagerfeuer zu machen, wieder aufzustehen, in den Himmel zu gehen und runter zu springen. Boah. Fass ich dann jetzt frei, Connor? Hey Marco, was hat das von mir? Hey, Geld kann das schlagen, macht. Oh, achso, nur Verstehe. Pudding, vielen Dank für die 20 Splits. Dankeschön. Was für eine Verwärtsgänze, Max. Alle Jackie Daumen drücken. Läuft wieder alles, Lunes? Hellhäutig. Ja. Hallo Lina, mir geht's gut, wie geht's dir? Rot. Ja gut. Das Regal ist schon rot und wenn ich jetzt hier rot mache, werden wir glaube ich folgendes haben. Ja, es ist todesrot. Moment. So dürfte es eher gehen. Zwar ein bisschen dunkler, aber es ist bloß nicht übertrieben rot. Machen wir doch. Moin Friedrich, grüß dich. Schön, dass du wieder reinschaust. Eigentlich essen 22 Minuten Burger, ne? Eigentlich essen 22 Minuten. Meine Damen und Herren, die letzten 56 Crocs. Ich weiß nicht, ob wir heute alles schaffen. Guten Dank für die weiteren 20 Bits. Danke. Sieht aus wie ein Puff. Ein Puff, ja. Aber ein schöner Puff. 56 haben wir vor uns. Wir starten im Trottelplateau. Wo ist denn das? Da ist es. Und es müsste hier einer sein. Schauen wir mal. Ach, ich glaube, ich muss nochmal los. Max, danke für den Support. Kommt drauf an, Sarah. Müssen wir über Geld reden. Ich stream heute aus der Leer. Also basically benutze ich jetzt den PC, der von mir geholfen hat. Nur ist der PC von meiner... mein PC drinsteckt. Okay. Also Motherboard tun es. Pudding, vielen Dank für die 20 weiteren Bits. Puffels, Puff, Hans, du hast da was im Mund, glaube ich. Zu 95% ja, okay. Dann wollte ich sagen, schon eine Rolle, aber keinen Bock, dass jemand dumme Sachen über mich denkt. Zu spät, Max. Zu spät, Sam, Max. Ja gut, bisschen müde. Ab ins Bett, Lina. Ab ins Bett. Ich wollte eigentlich gerade starten, aber wir haben zu wenig Ventilatoren. Schön. Du hast morgen frei. Nice. Geist auf Twitch Puffels. Mich findet man bei Twitch unter dem Namen Puffels. Puffels. Einfach danke für den Glück. Okay, danke, kein Problem. Gar kein Problem. Allgemein, ich grüße dich, alles gut bei dir. Bup, ja gern, gib mir Ventilatoren. So ein Überfall. Check, vielen Dank für die 100 Bits. Puffels cooles Gesicht. Das ist aber auch ein geiles Kompliment, ne? Wenn man so jemanden sieht, ey, wie wollte ich sagen, ja, du hast ein cooles Gesicht. Ja. Torben. Was denkt der Torben wohl? So, wie können wir da bauen? Wir können bauen. Kosten die Bits Geld? Ja. 100 Bits sind 120 Euro, genau. 1,20 Euro. Bloß nicht übers Handy machen, immer am PC. Handy bezahlt ihr immer noch die Gebühren vom Store.
Und das sind ja ein paar Prozent. Nicht zu unterschätzen. So, der Farbe entsprechend müssen wir die Cockmaske anziehen. Hat er das gerade gesagt? Ist das gerade so? Einmal, das habe ich nicht gesagt. Na doch. Abfahrt. Nicht wundern wegen den Sounds. Die werden jetzt abgespült. Also der Comic kommt jetzt an, wenn das Sound vorbei ist. Das hab ich überlesen. Das Ding ist, wir kriegen meine Festplatte nicht raus, weil direkt neben das Netzteil sitzt. Ja, okay, verstehe. So kleines. Okay, verstehe. Ja, Material finden die aber noch dafür, oder? Zum Rausdrehen. Ziehen. Switchen. Ich wieder für den Gifted-Sub an Max. Dankeschön. Frag ich, wie der Typ das damals eingebaut hat. Jakito gifted it here 1 sub 2 SERMAX 2204. They have given 53 Gift Subs in the channel. Verdammt, ich hätte genau gucken sollen. Den haben wir schon. Aber egal, wir müssen eh in die Richtung, das ist in Ordnung. Bupp. Den haben wir nicht. Und dafür müssen wir da hinten hin. Vielen Dank für den ganzen Support auf TikTok. Ich grüße euch. Da müssen wir hin. Wir können heißt hier noch anders. Jess Multigaming, ich grüße dich. Schön, dass du auch da bei Twitch reinschaust. Ich glaube, ob ich meinen kompletten PC oder Teil aus dem Streamplan immer näher. Ist dann auch die Frage, was du bei einem alten jetzt oder beim jetzigen, ist ja nicht der alte quasi, noch nicht, austauschen müsstest, damit er wieder vernünftig läuft. Könnte dann für dich natürlich auch ziemlich sexy werden, sofort auf Streaming und Gaming-PC zu gehen, ne? Der Big Baba Bubu Krog. Big Baba Bubu Krog. Okay. So, dass ich so lange da war, hatte ich trotzdem was. Mira, alles gut. Wie ist denn gelaufen? Bist du zufrieden? Willst du meinem Freund? Moppet, bleibst du hier? Ich habe mal Meinung einholen von einem Kollegen, der mir jetzt erstmal geholfen hat. Gelernter ITler kennt, ja, safe. Aber jetzt auf Ferien, nice. Hoffentlich hat's eine schöne Zeit. Mathe war scheiße, aber sonst war alles gut. Ah, Mathe wird auch noch passen. Da hinten. Morgen Frühschicht, da sind genug Kollegen immerhin. Mittwoch, Donnerstag wieder frei, GZ. Sehr cool. Sehr, sehr gut. Bitte dran pappen. Danke. Alles gut. Alles gut. Passt. Gott, ist der schwer. Der war nicht bei Weight Watchers. Nee. Verdammt. Reicht das schon? Uff, sagt er. Mittwoch Bewerbungsgespräch, wo ich fragen darf. Also was hast du vor? Also Firmennamen wollte ich jetzt nicht wissen. Wie ist der Plan bei dir? Ja, es war ein Schwertransport, ja. Ich baue mir da was, ja? Reicht das? Könnte reichen. Der hatte nur Jürgenhose. Hallo, Nietzsche. Das darf nicht wahr sein. Jetzt geht die unter.
Kennen wir die Fische? Ja, ein Schwertschnapper. Darf nicht wahr sein. Ach, da auch schon direkt Praktikum ab, Bewerbung zu sprechen. Verstehe, Fische. Fische. Ja, ja. Warte mal. Kann ich nicht? Ich hab eine andere Idee. Passt mal auf. Das ist jetzt an meiner Brücke. So. Super. Das ist ein Service. Guckt euch das an. Oh, warte mal. Jetzt muss ich aufpassen. Muss ich ihn nehmen? So. Perfekt. Oh, Ravi oder Ravi. Mhm. Gut. Warte mal, Witze bringen, aber man weiß schon, wie der denkt. Weiß ich, Jokes kenne. Alles sofort geklappt. Super. Wo haben die jetzt... Da ist die Brücke. Wo? Wo? Ach, das habt ihr dran gelassen. Ja, ja. Ja, ja. Kein Problem. So, müssen wir mal hier dran. Ja. Ah, das war wieder so ein schön einfacher Krog. Toll. Ist nichts schief gelaufen. Gar nichts. Ich finde, auf 5 Schreine findest du aber nicht. Ganz schwierig. Da kann man nur sagen, mit dem Untergrund vergleichen, mit den Wurzeln. Das Schild steht sehr gut. Der Brücken-Marco. Ich will dich öfters mit meinen Kollegen. Wo können wir das denn jetzt hier hinstellen, damit wir wieder losfliegen können? Also, 2 Crocs wieder abgehakt. Es ist gut. Es ist sehr gut. Das hier? Abhaken. Hier ist der nächste Croc. Abfahrt. Moin Bratz, ich grüß dich. Das, warum ist das schlecht? So, Max, warum ist das schlecht? Verdacht, dass die Schreine im Dachboden sind. Du meinst Dachboden, meinst du im Himmel, ne? Denk dran, Mira, im Himmel gibt es 32 Schreine. Da könnte man eigentlich kurz durchzählen. Das kriegst du hin. Habe ich auch geschafft. Wenn ich das schaffe, schaffen das die anderen auch. Himmel 32. Warte mal. Du musst jemanden mitnehmen, die dich nicht leiden kann? Doch wieder für die weiteren 20 Bits. Über 7 Brücken musst du gehen, 7 dunkle Jahre überstehen. 7-mal wirst du die Asche sein, aber einmal auch der helle Schein. Ah, wie schön. Endlich mal hell. Wie kann man nur so einen Marunus-Fetisch haben? Ja, vielen Dank für den ganzen Support heute. Vielen, vielen Dank. Ein Croc weniger. So ist der Moped. Lass, ich grüße dich, danke für den Support. Croc abgehakt. Nächsten. Hier auf dem Steg. Dieser Steg wird kein leichter sein. Danke dir, Sasa, für einen weiteren Support. Geht's dir gut? Es sind 31. Okay, dann fehlt dir schon mal ein Schein oben. Na, ah, warte, gibt's doch nicht, sorry. Gibt's doch nicht. Aber da hast du schon mal einen Schrein. Also.
Jip, esse richtig Takt. Nicht mehr matschig im Kopf. Nice, das freut mich. Das freut mich. Dann wird es hoffentlich in nächster Zeit noch besser. Mir geht's gut soweit, danke der Nachfrage. Ich weiß auch nicht, lohnt es. Ich weiß auch nicht. Das tun wir alle, Sir Max, das tun wir alle. Ach so. Wie viele Crocs fehlen noch? Ich schätze mal 50. Knapp 50. Side-Eye. Wir werden auch heute nur Crocs machen. Es muss so sein. Wie mache ich das denn jetzt hier am besten? Ich glaube, der letzte Stream alleine fast über 50 geschafft. Das war wirklich sehr gut. Reicht das schon? Das könnte reichen. Na, aber ohne die Hilfe von der Seite, ne, keine Chance. Bei den letzten. Oh, wow. So. Ja, super. Klappt. Nimm mal das Brett hier. Wolfgang Preet ist eine absolute lebende Legende. So, können wir es vielleicht damit machen? Wir werden beschossen! Jawohl! Oh, sehr gut. Krog, abhaken. Ich bin Marco, hallo. Na Marco, richtig. Ich bin der Marco, ja. Ach, du Heilige. Ah, ja, ja, easy dodge. Gar kein Problem. Der Marco. Ne, der Marco nicht mit K. Auch nicht mit CK. Aber auch Gefühle. Hey, listen. Sorry, Sir Max. Maronus, Maronus. Pokéball. Hä? Eine 1 in was? Verdammt bin ich glücklich, verdammt bin ich frei. Ohne dich leben. Jetzt ist es zu spät. Wolle macht, hat so viele Banger-Songs, ist der Wahnsinn. Wolfgang Petri. In Mathe? Ja, GZ. Wie nass ist das denn? Verständlich schon das. Hoffentlich findest du wieder raus. War da gerade eine Kuh? Okay. Drachen lassen wir auch mal aus. Der Himmel beschießt uns. Wir lassen erstmal die Drachen heute außen vor. Ein Rätsel. Darauf wieder für die 20 Bits. Oh, Oleg, Bollig und Molleg. Halt, die drei für der Tanke. Da gibt's nur ohne Haar. Okay. Da gibt's nur ohne Haar. Marco gibt's auch nur ohne Haar. Ohne Haar. Ha, versteht. Ohne Haar. Okay, danke für die 100 Bits. Marco mit Kadaver, eine Muhahaha. Ich hab wirklich verstanden, Marco mit einem Kadaver? Vielen Dank für die weiteren 20 Bits, dankeschön. Jetzt gibt's zwei Sarah Edges. Oh, Sarah mit Haar und ohne Haar. Ja, beschwer deine Eltern nicht falsch ausstehen, ist ja auch das Mindeste. Der Marco-Kadaver. Ja, gut. Wie alt willst du dich fühlen? Der Marco-Kadaver. Ich habe leider dieses Rätsel noch nicht verstanden.
Hier ist der Lücke keine. Hier sieht's kaputt aus. Justin, vielen Dank für den Gifted Sub an Jimpanze. Insgesamt schon 83. Herzlichen Dank. Justin_zockt_livegiftedetier1subduyempanse 4287. So habe ich es da rausgeholt, das kann nicht sein. Sieht auf der anderen Seite aus? Wow. Wow, also auf jeden Fall sind hier nur die Lücken. Ich frag... Okay, ich hab eine Idee. Ausnahmsweise eine Idee. So. Da ist die Idee. Krok, abgehakt. Kaputt? Was ist was kaputt gegangen? Kaputt, der Chat. Oh. Auf zu grün. Sehr gut, Sarah ohne Haar. Müsst ihr jetzt immer machen, ne? Sarah mit Haar, Sarah ohne Haar. Weil es jeder sofort angesprochen ist. Grün. Farbe der Hoffnung. Und der Crocs. Vier Minuten. Ach komm, ist doch egal. Bei der Farbe im Hintergrund, da würde ich auch verrückt spielen. Braucht ihr noch einen und noch wie Birgit. Ich will ja nichts kaputt machen. Zu spät. Aber damit umgehen. Jetzt freut sich die Maske, okay. Ah, ich glaube, da der Stein. Guck, der Marke ist schon ganz rot. Die ganze Zeit ist der Marke schon rot. Oh, Zara. Oh. Ach, hier wackelt die gar nicht. Oh. Das Ding ist, wenn ich das hier liegen lasse, ist Mama wird gleich schon wieder weg. Wofür hast du 3.500 Kanalpunkte ausgegeben? Okay, hey Listen. Ey, das bleibt nicht ganz... Das bleibt nicht im ganzen Stream. Was denn? Glaubst du, schaffst heute 1.000 Koks? Ich glaube nicht. Was bleibt nicht im ganzen Stream? Was? Was meinst du? Verwirr mich nicht. Die rote Farbe. Wenn sich jemand die andere Farbe wünscht, eine andere Farbe wünscht, dann nicht, ne? Aber hier was. Wo ist die Blume hin? Hier hat bei Haralds Marco. Oh, da fallen. Oh, ne. Das, die Antworten sind wirklich nur zu wirklich krank makaber, die mir einfallen. Geht gar nicht. Da bringt auch die Uhrzeit nichts. Aber ja. Normalerweise hat jeder Mensch mehr Haare als ich. Da hinten. Okay. Ja. Ein Schniff? Ah ja. Da haben wir es doch. Wo hatte ich denn jetzt mal mein Moped geparkt? Oh nein. Oh. War das nicht irgendwo hier?
Na, klasse. 97. GG, das war's. Oder was hier? Justin, danke, dass du da warst. Danke für den Support. Gute Nacht wünsche ich dir. Was denn, Alpha Hawk? Bobbe das weg. Oh. Da wird Frau Erdmann aber ziemlich direkt. Das ging schnell. Was? Was, Alpha Hawk? Ja, Linsenchips und Durchfall sind keine gute Kombi. Ja, ja. Was? So, lass auf dich. Gibt es was, ich wissen muss, bevor Ravi das hinkriegt? Der beste Mensch, den ich jemals getroffen habe. Sag auf jeden Fall für die 20 Bits. Für die weiteren, danke. Banners. 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 Oh oh. Vagina. Hans, nicht so trocken. Ah, okay. Auch schon wieder falsch, ne? Wir haben noch 22 Uhr, okay. Und nochmal wieder für die weiteren 20 Bits. Und nochmal 20, danke. Brüste. Ja, ja. Brüste. Das könnte auch ein Song werden, ne? Könnte wirklich ein Song werden. Es geht aber Twitch ab, 22 Uhr. Da werden die wild. Einfach wild. Jetzt hätte sein brennendes Haus gerettet. Auch, auch. Was hat Raven noch so gemacht? Ich glaube, der hat schon 17 Katzen von Bäumen geholt. Hat in mehreren afrikanischen Dörfern Brunnen gebaut. So ein Typ ist der Raven. Also du kannst ja nichts falsch machen. Ne? Da fühlt man sich einfach, ist ein guter Mensch. Einfach eine ehrliche Haut. Unglaublich attraktiv. Was, sonst kann ich nichts. Es gibt nichts Negatives, was ich über Raven sagen kann, außer dass er nicht ein T3-Sub ist, aber sonst kann ich, also, er ist sehr ehrgeizig, ist spendabel, denkt eher an seine Mitmenschen, mit dem kann man ein Pferd stehlen, er hat all das, was für dich wichtig ist. Okay. Max, danke fürs Teilen. Was hat man bei dir so? Vielen Dank für die 20 weitere Bits. Also aus dem warmen Spanien. Ab in den Süden. Cooles Gesicht. Devil Dante. Cooles Gesicht. Schöne cooles Zeit wünsche ich in Spanien. Grüß dich. Cooles Gesicht. Cooles Gesicht. Cooles Gesicht. Cooles Gesicht. BRR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 R
Es tötet Menschen. So gut damals, so gut. Hier ist noch ein Krog, aber ich verstehe noch nicht, wo er ist. Karl, da liegt ein toter Mensch in unserem Haus. Oh, way. Das wusste ich nicht. Vielen Dank für die 20 Bits. Oh mein Gott. Oh, das wusste ich nicht. Numaro, kannst du mir eine PN schicken? Mit einfach nur Karl Sounds. Oder Lamas mit Hüten Sounds, irgendwie sowas. Kann mir irgendeine PN schicken? Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott. So ein Sound kommt mit Heißhunger auf Hände. Ja, aber dann kommst du da in den Chat. Oh, was hast du für Sounds? Mhm, Flippers, 40 Jahre. Heißhunger auf Hände? Ich glaube, das müssen wir mal melden. Mach mal Rickroll an. Ungern. Könnte ich maximal 3 Sekunden, 4 Sekunden machen. Dafür sind da so viele Firmen hinterher, die Geld verdienen wollen. Bei offiziellen Songs tue ich mir sehr schwer wegen DMCA halt. Also DMCA, das ist halt Copyright auf Musik und so. Ist leider nicht mehr zu spaßen. Weil die meisten Sounds, die hier abgespielt werden, das sind Remixe größtenteils. Dann ist es immer noch so eine Grauzone. Die ganzen Songs, die mal laufen, wenn ich einen Stream starte, alles Copyright, freie Musik. Wir haben damals auch einfach Musikwünsche gemacht, so, das war total egal. Es war immer eine Grauzone. Und dann haben die ersten halt einen Bann bekommen, eine Verwarnung und da habe ich alles umgekrempelt. Echt fast über einen Tag gedauert. Was zum Weihnachten, Alphaug? Lass mich raten. Alphaug, ich habe eine Idee. Linsen, Chips und Dorschfall sind keine gute Kombi. Hier müsste er sein. Das Ende ist sad. Meinst du das? Also bei Lamas mit Hüten die eine Episode? Oder von der letzten Episode das Ende? Ich glaube, wir müssen weiter runter. Ja. Guten Tag. Die letzte Episode. War das das mit dem Boot? War Boot letzte Episode? Einfach Brooklyfeld mit... Er hat ein Brooklyfeld mit seiner Schwester gefunden. Da kann man doch einfach nur gratulieren. Entweder für die 75 Bits. Bro für Bro, Raven. Bro für Bro. Ich küsse dein Herz, Marco. Für die lieben Worte. Hellhäutig, hellhäutig. Und auch wieder für die 20 Bits. Ich bin bei 98,3% und habe keinen Plan, was ich noch machen könnte. Hast du alle Höhlen-MP? Marco, Biele, Biele, Biele. Biele, Biele, Biele? Ja, hallo, Marco, Biele, Biele, Biele. Du hast alle Höhlen, sehr gut. Hast du alle Brunnen? Alle Crocs? Hast du alle Namen auf der Map? Bei jeder Brücke, im Wald, im Untergrund. Im Untergrund haben mir sehr viele gefehlt. Lass mal was klauen. Du meinst nicht richtiges Brokkoli, ne? So jetzt dann von Weed. Also, im Endeffekt sind die 100% all das, was auf der Map irgendwas aufdeckt. Also Crocs. Die Namen weiß ich jetzt nicht genau. Ja. Bei mir war es ganz oft so. Als ich im Untergrund die Bosse gemacht habe, die kleinen Mini-Bosse, habe ich immer noch geschaut, ob der Wald hier oder die Mine, ob die Namen hat bei mir. Hellhäutig, hellhäutig, Augenverschließende Affe. Was? Was? Raven, vielen Dank für die 25 Bits. Und Jackie, vielen Dank für die weiteren 100 Bits. Sollte nach Hanf aussahen. Kann sein. Karl, das Lama ist gefühlt eine ganze Serie geworden. Karl heißt und ich bin es nicht mehr, kann alles verloren und stirbt. Oh, dann kenne ich die, glaube ich, gar nicht, Pudding. Karl, das hat man gefühlt eine ganze Serie geworden und am Ende ist es richtig traurig. Okay, ich glaube, das kenne ich aber jetzt gar nicht.
Also MP, das ist das Einzige, was ich dir sagen kann zu den 100%, was fehlen könnte. Okay, die Bosse halt killen, schön und gut, bringt dir aber leider nichts bei den 100%, weil Nintendo ja gesagt hat, alles, was auf der Map gezeigt wird, sind die 100%. Ja, deswegen war jetzt noch ein Tipp, geh halt wirklich durch. Auch wichtig, MP. Alle Kapselspender hinterlassen auch ein Symbol auf der Map. Also alle Namen, alle Kapselspendern, da haben mir auch noch ein paar zum Schluss gefehlt, wo ich mich echt erschrocken habe. Und ich würde auch, ich weiß nicht genau, wie hundertprozentig, ob es auch wichtig ist, ob du in den Kapselspendern alles erforscht hast. Also im Sinne, was ist in dem Kapselspender drin? Ob das irgendwie auch noch dazu zählt. Bist du durch jedes Loch gesprungen, weil dieses Symbol hier, was nachher dann im Loch angezeigt wird, ich habe irgendwo noch einen Stern. Nee, das ist eine Quest da unten. Boah. Na, ich sehe es nicht. Weil in irgendeinem Loch bin ich auch noch nicht reingesprungen. Und das würde nämlich auch zu 100% zählen. Also eigentlich hast du ja nur hier das Rote mit dem Schwarzen, muss der Name drin stehen. Gerne, MP, kein Problem. Der wird sich auch Twitch machen und Discord. Oh, da geht's bald los. Sehr gut. Wie läuft's eigentlich mit deinem Brunnenbauprojekt, dem 24., was du schon eigenhändig gestartet hast? Ich habe gehört, du bist mit einer Schubkarre mit Lehm dahin gefahren. Finde ich sehr gut von dir, was du in der Freizeit machst. Bahnhofsmission hast du letztens auch ausgeholfen, Essen ausgeteilt an arme Menschen, ne? Finde ich gut von dir, einfach der Einsatz für so das soziale Leben. Ganz wichtig. Ja, was wir gemacht haben. Ich liebe euch alle, hellhäutig. Danke für die weiteren 20 Bits. Es wurde irgendwas mit der Gaming-Brille eben gefragt, ne? Ich habe ja hier so eine Gaming-Brille halt, wie man es halt kennt aus irgendwelchen Meme-Videos, die ziehe ich an 10 Minuten an. Marco mag auf feuchte Brunnen, hat er gerade Loch gesagt. Dann, ich grüße dich, danke für den Support. Je feuchter in der Hülle, desto besser. Ja, man muss aber auch lüften, ne? Sonst schimmelt's. MP, vielen Dank fürs Folgen. Danke, danke. Ich hab gerade gefunden, von keiner Punkt, wenn ich was und möchte. Da jemand einfach so. Es muss gemacht werden, einfach. Janis, ich grüße dich. Alles gut bei dir. Okay. Sonst fällt mir leider nichts ein, was noch. Ja, zu 100% gehören könnte, was vielleicht auch noch wichtig ist, wenn du die Questlinie hier in Grudelstadt gemacht hast, damit nicht die Bar, sondern wird nicht auch noch ein Laden hier nachher noch angezeigt? Ja. Es läuft ganz gut, Dani. Es läuft ganz gut, ich kann dich fragen. Die Rostiger dachte, dass du falsch hast, genau. Boah. Ich sagte zunächst, alles gut. Tue Gutes und red nicht darüber, ist genau richtig. Hatte Red Light, Marco. Das rote Licht wurde sich gewünscht, ja. Ich kann ja nichts für. Nixakrok ist hier, Leute. Hier ist er. Da gehen wir hin. Ah, das müssen wir gerade hinstellen. Wir kippen sonst um, ja? Also muss man nicht alle Nebenaufgaben haben für die 100%? Nee, muss man nicht. Nee. Es geht aber nur darum, dass du auf der Map alles angezeigt hast, was man anzeigen lassen kann. Also Höhlen, Brunnen, Namen von Gebieten, alle Kapselspender, alle Crocs, alle Drachentränen. Stopp. Halt, stopp! Easy. Welches Speed-Dating-Pudding? Danke, kein Problem. Sehr gerne, Janis, sehr gerne. Man muss auch nicht alle Gegenstände haben.
Also ich habe das größte Problem, wird bei mir nachher auch sein, alle Orte haben und wenn ich jetzt gleich herausfinde, ob ich einen Krog vergessen habe. Warum seid ihr heute so nett? Hallo Max, ich grüße dich. Warum seid ihr so nett? Ist irgendwas passiert? Fehlt hier irgendwas? Weiß nicht. Wie fliegen wir denn jetzt am besten? Wochenende war zu lang. Oh, wer weiß. Wer weiß. Okay. Nächste Krogstation hier. Mir fehlen noch ca. 500 Krogs. Ich bin jetzt bei ca. 50 noch. 50. Aber ich habe ja auch eine Map aufgemacht zur Hilfe, ne? Das ist zum Schluss. War es zu wild. So ab 700. Ab 720, 730 habe ich mir die Map aufgemacht, um zu gucken, wo ich hinfahren muss, weil ich bin teilweise nachher 2,5 Stunden, 3 Stunden rumgeflogen, habe 3 oder 4 gefunden. Boah. Ja, okay, aber so ein Handbuch zu haben, NP, finde ich ziemlich nice. Finde ich auch ziemlich cool zum Hinstellen. Sieht sehr nice aus. Hass? Nein, 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 nein. Apathik, man, viel zu viel gute Laune. Und Max, vielen Dank an dich auch fürs Folgen. Dankeschön.